Wenn ihr eine Antwort auf die Frage, was ist eigentlich die Reaktionsordnung, sucht, dann seid ihr hier genau richtig. Der Begriff Reaktionsordnung lässt sich der Kinetik zuordnen. Kinetik? Was war das jetzt nochmal? Grundsätzlich wird zwischen Kinetik und Thermodynamik unterschieden. Die Thermodynamik beschreibt, ob ein Prozess ablaufen kann. Die Kinetik betrachtet die Geschwindigkeit eines Prozesses. Nur dann, wenn ein Prozess ausreichend schnell ist, kann er auch ablaufen. Deshalb ist es wichtig zu wissen, durch welche Parameter die Geschwindigkeit eines Prozesses erhöht oder gesenkt werden kann. Zu diesen Stellschrauben gehören beispielsweise die Temperatur, der Druck, die Anwesenheit eines Katalysators, die Eigenschaften des eingesetzten Lösemittels, eingesetzte Konzentrationen der Reaktanten und so weiter. Jetzt wissen wir, wie man die Geschwindigkeit einer Reaktion verändert. Aber was ist die Reaktionsgeschwindigkeit? Aus der Physik ist uns die Geschwindigkeit als Verhältnis von einer Strecke zur Zeit bekannt. In der Chemie beschreibt die Geschwindigkeit die Veränderung der Konzentration mit der Zeit. Dabei kann entweder die Zerfallsgeschwindigkeit des Reaktanten R oder die Bildungsgeschwindigkeit des Produkts P betrachtet werden. In einer Konzentration-Zeitkurve entspräche die Steigung der Geschwindigkeit. Diese wäre bei einem Zerfall negativ und bei der Bildung eines Produkts positiv. Die Einheit der Geschwindigkeit ist Mol pro Liter mal Sekunde bei einer Reaktion zwischen gelösten Komponenten und Bar pro Sekunde bei Gasphasenreaktion. Das Profil einer Reaktion sieht im Allgemeinen so aus. Um sich zu Produktmolekülen umwandeln zu können, muss jedes einzelne Reaktantenmolekül eine Energiebarriere, die sogenannte Aktivierungsenergie, überwinden. Daraus lässt sich ableiten, dass die Reaktionsgeschwindigkeit abhängig ist von der Anzahl der Reaktantenteilchen, der Höhe der Energiebarriere, die einhergeht mit dem eingesetzten Katalysator, der Temperatur, dem Lösemittel, da manche Reaktionen besser in Gegenwart von einem polaren, einige besser in einem unpolaren Lösemittel ablaufen, und der Phasengrenzfläche. Mit der Phasengrenzfläche ist gemeint, dass je größer die Oberfläche ist, desto schneller eine Reaktion ablaufen kann. Geraspelte Schokolade schmilzt in warmer Milch beispielsweise schneller als eine ganze Schokoladentafel. Heute soll die Abhängigkeit von der Konzentration betrachtet werden. Dazu werden alle weiteren Faktoren in einer Konstante zusammengefasst und nicht verändert. Für die Reaktionsgeschwindigkeit ergibt sich damit eine von der Konzentration eines oder mehrerer Reaktanten abhängige Funktion, das Geschwindigkeitsgesetz. Das Geschwindigkeitsgesetz muss experimentell bestimmt werden und wird häufig so ausgedrückt. Die Exponenten klein a, b und c werden Reaktionsordnung genannt. Sie geben an, wie sensibel die Reaktion bezüglich ihrer Geschwindigkeit auf Konzentrationsänderungen der einzelnen Reaktanten reagiert. Die Gesamtreaktionsordnung wird durch Addition der Teilreaktionsordnung bestimmt. Unterschieden werden die nullte Ordnung, die erste und die zweite Ordnung. In dieser Tabelle sind für die einfache Reaktion, Reaktant reagiert zu Produkt, einer Reaktion nullter Ordnung, das Geschwindigkeitsgesetz, das Konzentration-Zeitdiagramm, die Einheit der Konstante K und die Berechnung der Halbwertszeit aufgeführt. Für uns ist jetzt erst einmal wichtig, dass wir anhand des Konzentration-Zeitdiagramms erkennen, dass die Konzentrationsgeschwindigkeit, also die Steigung des Graphen, unabhängig von der Konzentration ist. Bei der ersten Ordnung
sehen wir bei Betrachtung des Konzentrationszeitdiagramms direkt, dass die Steigung und damit die Reaktionsgeschwindigkeit für verschiedene Konzentrationen unterschiedlich ist. Bei Reaktionen erster Ordnung besteht ein proportionaler Zusammenhang. Bei Reaktionen, die der zweiten Ordnung gehorchen, kann zwischen zwei Reaktionstypen unterschieden werden. Unabhängig davon besteht der gleiche Zusammenhang zwischen Konzentration und Geschwindigkeit. Wird die Konzentration vereinfacht, verändert sich die Geschwindigkeit um n hoch 2. Wird die Konzentration beispielsweise verdoppelt, resultiert daraus eine 2 hoch 2, also vierfache Geschwindigkeit. Die Ordnung einer Reaktion muss immer experimentell bestimmt werden. Ausgenommen davon sind Elementarreaktionen. Elementarreaktionen lassen sich als unkomplizierte Reaktionen mit einfachem Mechanismus beschreiben. Unimolekulare Elementarreaktionen sind immer Reaktionen erster Ordnung und bimolekulare Elementarreaktionen immer Reaktionen zweiter Ordnung. Wie sieht eine experimentelle Bestimmung der Reaktionsordnung aus? Zuerst möchte ich euch die Vorgehensweise bei der Auswertung eines theoretischen Beispiels zeigen. Danach dürft ihr live bei einem Versuch mit dabei sein. Wir schauen uns eine Reaktion des Reaktionstyps A plus B reagiert zu C an. Das Geschwindigkeitsgesetz lautet allgemein, R ist gleich K mal die Konzentration von A hoch A mal die Konzentration von B hoch B. Unsere Aufgabe ist es nun, das kleine a und b zu bestimmen. Es wurden vier Versuche mit unterschiedlichen Konzentrationen von a und b durchgeführt und die Geschwindigkeit der Reaktionen bestimmt. Bei der Auswertung werden immer zwei Reaktionen verglichen, bei der die Konzentration einer Komponente gleich geblieben ist. Zunächst vergleichen wir Reaktionen 1 und 3 miteinander. Die Anfangskonzentration von B beträgt in beiden Fällen 0,5 mol pro Liter. Die Anfangskonzentration von A in Reaktion 3 ist dreimal so groß wie in Reaktion 1. Betrachten wir nun die Reaktionsgeschwindigkeit, fällt auf, dass die der dritten Reaktion dreimal so groß ist wie die der ersten Reaktion. Die Konzentration von A steht also in einem proportionalen Zusammenhang mit der Geschwindigkeit. Dieses Verhalten zeigen Reaktionen erster Ordnung. Das kleine a aus dem Geschwindigkeitsgesetz ist also gleich 1. Für die Bestimmung des kleinen b gehen wir analog vor. Betrachtet werden die Reaktionen 1 und 4. Die Konzentration von A ist in beiden Fällen gleich. Eine dreifache Konzentration von B hat hier allerdings keine Auswirkung auf die Reaktionsgeschwindigkeit. Dieses Verhalten lässt sich Reaktionen nullter Ordnung zuordnen. Somit ist B gleich 0. Damit vereinfacht sich das Geschwindigkeitsgesetz. B hoch 0 ist für alle Konzentrationen von B gleich 1 und hat keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit der Reaktion. Die Gesamtreaktionsordnung ergibt sich aus der Addition von A und B und ist gleich 1. Die Geschwindigkeitskonstante K lässt sich für Reaktionen erster Ordnung mit der Formel R durch die Konzentration von A berechnen. Diese Formel erhaltet ihr aus der Übersicht auf den Folien, auf denen die einzelnen Reaktionsordnungen vorgestellt wurden, oder aus der Zusammenfassung am Ende dieses Videos. Um K zu berechnen, müssen die Werte einer Reaktion einfach nur eingesetzt werden. Hier wurden die Werte der zweiten Reaktion eingesetzt und ihr erhaltet 0,41 durch Sekunde als Ergebnis für K. Wie das Ganze in der Praxis aussieht, seht ihr gleich an der Entfärbung einer Kristallviolettlösung durch eine Base. Kristallviolett ist das große Molekül links. Wird nun eine Base, also OH- hinzugegeben, lagert sich OH am Molekül an.
Das Absorptionsspektrum des Produkts liegt außerhalb des visuellen Bereichs, sodass eine Entfärbung der anfangs violetten Lösung eintritt. Drei Experimente wurden durchgeführt. Im ersten Reaktionsgefäß wurde ein definiertes Volumen einer verdünnten Kristallviolettlösung mit einem definierten Volumen einer 0,5 molaren KOH zusammengegeben. Für das Experiment im zweiten Reaktionsgefäß wurde die Konzentration an Kristallviolett halbiert und die Volumina beibehalten. Im dritten Gefäß wurde die ursprüngliche Konzentration der Kristallviolettlösung, diesmal aber nur 0,25 molare KOH, eingesetzt. Im Video ist eine Entfärbung der Lösung gut zu erkennen. Wie in der Tabelle vermerkt, tritt eine Entfärbung des Reaktionsgemisches 1 und 2 nach etwa 5,5 Minuten und des Reaktionsgemisches 3 nach etwa 11 Minuten ein. Die Auswertung des Experiments erfolgt analog zum theoretischen Beispiel. Der Vergleich der Reaktion 1 und 2 liefert für eine Halbierung der Kristallviolettkonzentration dieselbe Reaktionszeit. Da die Reaktionszeit von der Kristallviolettkonzentration unabhängig ist, ergibt sich für A der Wert 0. Ein Vergleich der Experimente 1 und 3 liefert einen proportionalen Zusammenhang. Bei einer Halbierung der Basenkonzentration verdoppelt sich die Reaktionszeit. Dies ist charakteristisch für Reaktionen erster Ordnung. Somit ergibt sich für B ein Wert von 1. Die Entfärbung von Kristallviolett durch eine Base ist also eine Reaktion erster Ordnung. Diese Tabelle fasst die Merkmale der einzelnen Reaktionsordnung nochmal zusammen. Dargestellt ist neben dem betrachteten Reaktionstyp das Geschwindigkeitsgesetz, das Konzentrationszeitdiagramm, die Einheit der Geschwindigkeitskonstante K, die sich aus der Umstellung des Geschwindigkeitsgesetzes nach K ergibt, und die Formel zur Berechnung der Halbwertszeit. Was ist eigentlich die Reaktionsordnung? Die Reaktionsordnung ist ein Maß dafür, wie sensibel eine Reaktion auf Konzentrationsänderungen reagiert. Je empfindlicher die Reaktion gegenüber Konzentrationsänderungen ist, desto höher ist die Reaktionsordnung.